Wildmanns, hi und willkommen zurück zu Way of the Hunter. Ich grüße euch. So, Freunde, die ersten zwei Minuten mal ein bisschen was Organisatorisches. Der erste Punkt ist, ich habe mittlerweile bei mir auf dem Kanal unter Community, also wir haben ja jetzt endlich den Community-Hub freigeschalten, beziehungsweise er wurde für alle freigeschalten, sagen wir es mal so. Und ja, ich finde es super, ich finde es nice, weil jeder hat ein Recht auf diesen Community-Tab, ganz egal, wie erfolgreich man ist. Und wenn es halt nur, ich sag mal, für 10 Leute ist, dann ist das wichtig, dass man halt für die 10 Leute da ist, weißt du? So, pass auf. Und folgendes, da habe ich mittlerweile eine Umfrage laufen, was wir vielleicht mal noch mit als LP reinnehmen könnten. Schaut da gerne mal vorbei, stimmt bitte mit ab. Es ist sehr, sehr wichtig. Ich lasse die Umfrage, die läuft seit dem Wochenende. Und ich lasse die mal so ungefähr circa 2 Wochen laufen. Und dann entscheide ich, was da passiert, ne? Weil manchmal mal auch nach einer Woche kommen dann noch etliche Stimmen dann hinzu und so. Deswegen mal hier der kleine Hinweis, bitte guckt da mal rein, stimmt ab, was für euch am sinnvollsten ist, was ihr gerne mit gucken wollt. Und das zweite, was ich euch gerne jetzt noch sagen möchte, ist, drückt bitte den Daumen nach oben, danke. Ja, Leute, das hilft mir ungeheim weiter. Ungemein weiter, so rum, sagt man ja. Ja, gerne. Also, wenn ihr, ich sehe ja, wie viele Aufrufe die Videos haben von Way of the Hunter. Und ja, ich fühle das mit euch. Way of the Hunter ist echt ein gutes Spiel. Und wir können gespannt sein, was da alles noch kommt. Und lasst mir gerne da echt einen Daumen nach oben da. Damit noch mehr Leute diese Videos von mir sehen, damit noch mehr Leute vielleicht sich zu uns gesellen, damit sie, weil ich habe ja auch mittlerweile viele von euch hier dabei, die halt auch sagen, ja, super, auch wenn du mal eine Folge hast, wo du jetzt nichts erlegst, es gehört halt dazu, dass Erkunden und so, und das finde ich so super, ey, ehrlich, das ist einfach so mega. Auch nochmal schönen Dank für die ganzen Kommentare, die ihr mir in letzter Zeit gegeben habt. Freue ich mich immer wieder drüber, dass ihr da echt auch auf mich quasi ein bisschen eingeht, wenn ich so ein paar Fragen habe und so. Und ja, das macht es echt viel, viel entspannter. Ist so. So, wir haben die 5, wir haben die 6, wir haben das Fernglas. Was wollen wir heute machen? Pass auf, wir gehen mal hier rein. Ich würde gerne heute hier hingehen und dann würde ich gerne hier mal zum Fluss gucken wollen. Einfach, dass wir hier auch ein bisschen aufdecken. Und mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie was finden, was wir vielleicht, ne? Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Mal ein bisschen gucken. So. Oder mal, wie war denn das Ducken jetzt hier? Genau. Jetzt muss ich mich wieder dran gewöhnen. Ja, hier ist... Jetzt habe ich das weggemacht, oder mal? Wir wollen da hin. Mach das mal. Dann kannst du dich aufstellen. So, dann lass uns mal ein bisschen rumgurken hier. Boah, geil, hast du das gehört? Diesen Adler. Ich liebe das. Ehrlich, dieses Ambiente. Ich liebe das so sehr. Das ist einfach so genial. Ja, derzeit, wo wir hier so ein bisschen rumgurken, ein bisschen rumlaufen. Kurz noch der Hinweis. Es wird sich momentan halt aber auch nicht viel ändern, was den Uploadplan angeht. Also ich habe keinen festen Uploadplan im Moment. Liegt daran, wir sind in der Vorweihnachtszeit, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe halt weniger Zeit. Beziehungsweise ich möchte mich halt auch ein bisschen aus dem Stress rausnehmen, ja. Also... Das ist, weil jetzt hier irgendwas unter Druck aufzunehmen und dann irgendwelche Folgen zu bringen, wurde ja auch schon in den Kommentaren angemerkt. Und ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Es ist wirklich so, dass man manchmal dann vielleicht doch merkt, dass man versucht, einfach nur irgendwas rauszupressen. Und das will ich nicht, weißt du? Ich möchte es nicht. Ich möchte einfach hier geschillt mit euch echt ein bisschen abschalten, ein bisschen durch die Wälder hier trampeln. Trampeln trifft es bei mir ja recht gut. Und einfach so ein bisschen hier am rumlaufen, am Erkunden sein. Vielleicht hat man ja das Glück, dass man mal was findet. Weißt du? Und dann können wir ja immer mal noch irgendwas Schönes machen. Ist ja kein Ding, ne? Aber wie gesagt, dass jetzt hier momentan täglich was kommt, ist... Ja, schwierig. Guck, siehst du, schon haben wir was Neues entdeckt. Amerikanischer Schwarzbär, Esenöft. Ja, mit den amerikanischen Schwarzbären habt ihr mir ja auch geschrieben. Ja, dass man halt Männchen sehr schwer findet. Der ein oder andere von euch hat ja auch schon ein bisschen
ne, auch sehr lange ihr braucht, um da noch den einen zu erlegen. Und ja, questtechnisch, ich weiß nicht, gibt's irgendwann in den kompletten Questlog, den man hier hat, ein Ende? Also, dass es dann irgendwann keine Quests mehr gibt, überhaupt keine mehr. Oder kommen die Quests halt immer und immer wieder? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, ich würde gerne erstmal so ein bisschen laufen, dass wir hier an der Grenze das alles, dass wir hier das komplette Gebiet irgendwann, ne, hier frei haben. Ich bin halt so einer, der läuft dann gerne hier so ringsrum und einmal rum und einmal da lang, dann hast du nicht gesehen. Einfach um das Gebiet auch freizuschalten, komplett die Map aufzudecken mit allem, was es hier so gibt. Und da laufe ich halt gerne hier gemütlich lang. Ich habe das viel offscreen gemacht, habt ihr ja schon gesehen, wie viel Map ich schon aufgedeckt habe. Das lag aber daran, weil ich einfach mal Bock hatte, ein bisschen über die Map zu laufen und mir einfach mal an einem Wochenende hier Schild abends mit einem Glas Whisky ein bisschen hingesetzt, weißt du, schön entspannt. Und bin einfach hier rumgegurkt und hab das dann halt so gemacht. Und ja, mittlerweile, was haben wir da? Weiblich-amerikanischer Schwarzbär, ruhig. Ja, Weibchen, kannst du abhauen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Weibchen. Aber manchmal ist es ja so, wo Weibchen ist, könnte auch Männchen sein, ne? Ja, wisst ja. Wenn es auf der Flöte drückt. Entschuldigung. Das ist aber so, ne? Ah, herrlich. Ja, nee. Nee, es ist halt, ne? Und wie gesagt, was wir halt machen könnten, ist jetzt einfach die Folgen vielleicht ein bisschen länger machen. Dadurch, dass halt nicht täglich was kommt, dass man dann sagt, ja, okay, dann machst du halt nicht täglich, ist vollkommen in Ordnung, aber wenn du dann ein paar Minuten länger machst dafür, ist ja auch cool. Könnte man ja so auch machen. Ich weiß ja auch von den einen oder anderen von euch, dass ihr selbst Videos mit 2 Stunden gucken würdet, ne? Das ist echt der Hammer. Ich meine, 2 Stunden Videos würde ich jetzt nicht machen wollen, also das nicht. Aber ich sag mal so 45, 50 Minuten könnte man ja ruhig mal rausziehen. Ne, gerade wenn wir hier auch so ein bisschen am Erkunden sind. Das ist auf jeden Fall wichtig. Mein Ziel ist es heute auf jeden Fall trotzdem irgendwas zu erlegen, damit wir was haben. Damit wir auch mal wieder was in der Folge drin haben, weißt du? So, jetzt muss ich auch mal gucken. Also ich will auf jeden Fall dazu den See runter. Guck mal, hier ist jetzt wieder was. Das könnte Wölfe sein oder Fuchs. Grauwolf, Esen oft. Sehr nice. Was haben wir hier? Schwarzbärenspuren, sehr schön. Das ist aber auch jedes Mal wieder so ein bisschen ins Spiel reinzukommen, ist halt, ne? So, wie sieht's denn aus? Ja, komm, ein paar Meter laufen wir noch, bevor wir zum See darunter gehen. Weil da erhoffe ich mir ja auch wieder sehr viele Tiere, die da vielleicht trinken. Dass wir da vielleicht ein bisschen Glück haben. Ah, da müssen wir uns auch ein bisschen ranschleichen. Weil kann ja sein, dass da vielleicht, was, wie spät haben wir es denn eigentlich im Spiel? 10 Uhr, 12? Naja. Je nachdem. Es sind, und habt ihr mir ja auch geschrieben, siehst du, dass die Zeiten so gesehen halt Richtwerte sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel da steht, Weißwedelhirsch geht 9 Uhr trinken, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass der Punkt 9 Uhr da steht und trinkt. Ja. Weil die Tiere wandern ja auch hier quasi durch die Wälder. Und wenn jetzt irgendwo was ist, dann fangen die auch mal an wegzurennen. Oder und dann kann sich das halt auch ein bisschen verzögern und hast du nicht gesehen. Ist auch sehr interessant gewesen und fand ich sehr nice, das auch dann mal so zu lesen. Ja, und du bist ja... Jetzt ist er abgehauen, bitte. Der ist abgehauen. Ja, alarmiert und dann war er weg. Das ist jetzt halt aber auch wieder schwer. Schwer hier irgendwie das Richtige zu finden, dass du dann gleich in die Hocke gehst, weißt du? Naja, müssen wir mal gucken. Ich meine, die Schwarzbären, die sind ja so oder so sehr schreckhaft, ne? Also, ich finde, da sind die Weißwedel und Maultierhirsche jetzt nicht so schreckhaft. Naja. So, da sind wir jetzt hier an den See. Finde ich sehr cool. Mal sehen, was wir jetzt hier alles so Schönes entdecken. Wir laufen einmal ringsrum, ist klar. Ja. So, dass wir hier drüben dann wieder an der Seite sind. Ah, guck mal. Wurde mir gar nicht auf der Map angezeigt.
Okay, krass. Das Fragezeichen wurde mir halt nicht auf der Map angezeigt. Ah, hier ist gerade auch nichts, was am Trinken ist. Ist egal. So, was haben wir hier? Ein Wapiti. Tränke selten. Sehr schön. So, dann laufen wir mal rum. Mal sehen, was wir noch so für Tierchen entdecken. Also Wapitis haben wir hier schon, aber halt selten. Ah, ist auch mal Wapiti. Weiblich, ruhig. Rotfuchstränke selten. Siehst du, schon haben wir den nächsten Rotfuchs. Sehr nice. Wapiti. Hier muss aber auch Schwarzbär sein, ne? Das sind ja keine Wapiti-Spuren. Willst du mich verarschen? Hä? Was ist los? Amerikanischer Schwarzbär trinke oft. Siehst du, der trinkt so oft. Sehr interessant. Okay. Seit dem Update habt ihr ja auch geschrieben, dass so ein paar Bugs sind, ne? Gerade auch, wenn du Tiere schießt, dass die nicht liegen, sondern stehen. Und hast du nie gesehen. Ja, das haben wir ja auch schon festgestellt. Ja, keine Ahnung. Ich finde halt aber auch, dass dann die Patches, was das angeht, lange auf sich warten lassen müssen, ne? Das finde ich jetzt halt auch ein bisschen, ja, könnte man sich ruhig ein bisschen schneller beeilen, dass man die Fehler in den Griff kriegt. Tränke oft, Rotfuchs. Sehr schön, haben wir einen zweiten Rotfuchs hier oder was? Amerikanischer Dachs, Tränke oft, sehr nice. Wisst ihr, und das meine ich halt so an Gewässern. Da kann man erstmal rangehen und kann erstmal gucken, was hast du hier für Tiere und dann kann man die anderen Spots aufdecken. Ne, die, wo sie zum Beispiel fressen oder wo sie ruhen. Wisst ihr, haben wir schon wieder Tränke oft. Rotfuchs nochmal. Sind wir eigentlich? Jetzt siehst du wieder nicht, was es ist, ne? Ah, schwierig. Ja. Wir wollen hier weiter aufdecken. Neue Entdeckung anstand. Ja. Hochsitz. Es ist und bleibt für mich der Hochsitz. Maultierhörstränke oft. Siehst du? Sehr nice. Gucken wir mal, was wir jetzt schon wieder für Tiere hier alles entdeckt haben. Ist ja echt Wahnsinn. So, Maultierhörstränke oft. Jawohl. Da ist der Hochsitz. Da oben war auch noch was. Da gehen wir gleich hin. Weil wir sind jetzt einmal fast drumherum. Na, guck mal hier, wir haben den entdeckt, wir haben die Wölfe entdeckt, wir haben die Maultierhirsche entdeckt. Den Dachs und den Bären hatte ich schon woanders, weil... Genau, hier. Und hier, genau. Okay, super. Ja, siehst du, hier haben wir schon mal die zwei Tränke. Das ist schon mal echt nice. Okay. Bei Rotfüchse mussten wir ja noch unter 100 Meter, ne, für eine Quest. Ach, mit den Quests ist halt auch so eine Sache. Mittlerweile habe ich auch gar keine... Ja, gar nicht so richtig die Lust, die Quest zu machen. Einfach, weil ich es doch lieber schöner finde, einfach hier rumzulaufen und alles zu entdecken und dann vielleicht auf Zufall hin eine Herde zu sehen, wo du dann halt mal reinhalten kannst, weißt du? Hier schon wieder Tränke oft. Okay, dann müssen wir jetzt aber zwei... Hier, siehst du? Nächsten. Den haben wir eben noch nicht gehabt. Sehr interessant. Schön. Ja, so, ich würde sagen, wir sind jetzt einmal drumherum. Wir gehen hier nochmal her. Oh, das müsste der Schwarzbär sein. Naja. Okay, dann hatte ich da oben was aufblitzen sehen. Jetzt lassen wir da hochgehen. Ja, könnte auch der Bär gewesen sein hier oben. Hat hier nicht irgendwas aufgeblitzt? Das ist halt schwierig. Okay, zeig mal, wo sind wir? Jetzt sind wir hier. Hier ist dann halt der Berg. Ne, ich. Oh, jetzt haben wir hier so ein Fitzelchen. Das nervt mich natürlich. Ja. Gut. Wir laufen mal ein Stückchen hier hoch.
Gucken wir mal. Ich bin am überlegen, ob wir vielleicht heute auch nochmal so die Elchspots da auf der einen Seite abgucken. Ob sich da schon was getan hat vom Elchen her. Weil so ein schön 3er, 4er Elch, den hätte ich gerne mal. Toll. Das ist jetzt natürlich, ne? Ja, das war jetzt natürlich alles andere als cool. Ja, man kann das auch ahnen, dass sie direkt hier hinter dem Baum sind. Also wisst ihr, schämt euch. Ah, schön. Ah, Mann. Aber die müssen hier gewandert sein, ne? Weil ich sehe ja gerade nicht mit meinem Blick hier irgendwo eine Stelle, wo die jetzt vielleicht waren. Was hat man hier? Hier war eben da irgendwas, eine Fußspur, ne? Ja, sind von den Bären. Okay. Schauen wir einfach mal, da schauen wir mal. Ja, nochmal zum Anfang der Folge, die Abstimmung. Also, ich habe, für die, die es interessiert, ich habe drinnen einmal Satisfactory. Ich liebe dieses Spiel ohne Ende. Gab ja jetzt dieses Update 7. Und ich hätte da schon Bock, einen Longplay mit Satisfactory zu machen. Weiß jetzt nicht, inwieweit ihr, die jetzt hier so Jagdsimulationen und sowas spielen, inwieweit ihr sowas gerne auch mitspielt. Ich habe es einfach mal reingenommen, weil ich persönlich mag das Spiel. Ich würde zu gerne spielen, auch richtig geil bauen. Und hast du nicht gesehen, ne? Scheiße. Ah, das ist er halt aber auch, ne? Können wir versuchen, mal uns da ein bisschen an die zu pirschen. Ja, die laufen da oben noch weg. Laufen wir mal langsam hinterher jetzt im Kriechmodus. Also nicht im, ja, doch im Kriechmodus, ne? Okay. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir sie ja doch noch irgendwo erwischen. Ja, und was wollte ich weiterhin sagen? Also das habe ich drinne. Dann habe ich drinne Astro Colony. Das ist ja ein neues Spiel, wo du halt im Weltraum eine komplette Basis irgendwie bauen musst, wo du Asteroiden abfahren musst, etc. hin und her. Also ich habe das auch, ich habe reingeguckt, ich habe es angespielt für mich selber jetzt privat. Und es ist schon okay, es macht Spaß. Kann man halt... gucken, was da noch so kommt, weil du musst da auch mit automatisieren und hast nicht gesehen, ne? So, das habt ihr auch geschrieben, ja, mit dem Patch kannst du nicht mal durch die Bäume gehen. Schade eigentlich. Ich habe das immer gemocht, durch die Bäume zu laufen. Jetzt musst du wirklich hier drumherum und hast nicht gesehen. Aber okay, so ist das halt. Ja, wie gesagt, das hatte ich drinne. Dann habe ich, jetzt für die meisten wahrscheinlich von euch, mehr relevant, Call of the Wild, der Hunter. Beziehungsweise der Hunter Call of the Wild, egal wie man es rum ausspricht. Ja, ja, ich finde das Spiel auch mega. Ich habe da aber echt noch nicht viel. Ich habe es installiert mittlerweile, es ist auf dem Rechner. Und ich würde da auch gerne ein bisschen mal gucken, mal reinschnuppern, mit euch ein bisschen da vielleicht was machen wollen. Aber wie gesagt, je nachdem. Ich habe da wie gesagt eine Umfrage. Wenn ihr das sehen wollt, klickt das Spiel an. Ja, 2 Wochen Zeit, jetzt noch anderthalb, wenn ihr das Video seht. Und dann gucke ich einfach mal, inwieweit ich da was abschätze. Und was hatte ich noch? Es war noch ein Spiel. Ah ja, den LS22 habe ich mit reingenommen. Weil es gab ja auch schon öfters mal das Kommentar, ja, du könntest ja vielleicht auch mal Farming Simulator spielen. Ja, hätte ich auch übelst Bock drauf. Ich spiele diese Spiele auch sehr, sehr gerne. Sei es den LS17, sei es den LS19. Den LS22, ich habe da auch immer in Klammern was dahinter geschrieben. Ist es halt so, den habe ich noch nicht. Also den besitze ich noch nicht, den müsste ich mir wenn dann erst kaufen. Da weiß ich nicht, wann ich mir das leisten kann. Also momentan ist es finanziell bei uns auch ein bisschen schwierig. Gerade jetzt auch vor Weihnachtszeit und hast du nicht gesehen, ist halt immer ein bisschen, ne? Da musst du halt gucken.
Und ja, das wär's noch. Und hatte ich noch eins? Hatte ich noch ein Spiel? Ich weiß gar nicht, ob da noch ein Spiel dabei war. Musste einfach mal gucken. Und als letztes hatte ich halt noch faul an der Matratze horchen. Alles bleibt, wie es ist. Also, wenn du sagst, du bist auch Way of the Hunter, das reicht mir. Braucht er jetzt nicht noch ein anderes. Also Way of the Hunter wird nicht wegfallen. Das wird bleiben. Das ist unser gesetztes Spiel. Und das ist dann nur so ein Zusatz, weißt du, was dann nochmal kommen soll. Bei Ultimate Fishing Simulator, für Leute, die da halt auch immer gerne reingeguckt haben, ist es momentan so, dass ich da jetzt nicht so die Lust drauf habe. Sagen wir es mal so. Es ist ein gutes Spiel, es macht Spaß. Das Halloween-Event war mega, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber ja, weiß nicht, also im Moment jetzt da die Angel rauszuschmeißen, ist jetzt nicht gerade so relevant. Es wird irgendwann noch Videos geben davon, auf jeden Fall. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass da keine Videos kommen mehr. Aber im Moment mache ich lieber mehr Jagen, Way of the Hunter. Wie gesagt, auf Satisfactory hätte ich richtig Bock drauf. Aber wenn das von euch keiner sehen will, dann brauche ich es auch nicht bringen. Dann kann ich das privat für mich spielen, dann, wenn ich möchte. Ja, wie ich es jetzt auch aktuell mit Grounded mache, da suchte ich auch gerade ein bisschen rein. Ich hatte ja mal eine Staffel gebracht, ihr habt Grounded. Kommen momentan auch einige Videos gut an. Wahrscheinlich nach einem 1.0 Release haben sich das etliche noch geholt und wollen jetzt wissen, wie sie wo was machen. Und da gucken sie halt auch mal bei mir in den Videos rein. Ja, ist vollkommen okay. Aber Grounded ist jetzt so ein Spiel. Ich möchte ja hier mehr auf Simulation gehen. Und Grounded ist halt Survival, weißt du? Ja, wobei man da bei vielen Spielen sich dann halt auch ein bisschen streiten kann, ne? Es ist wirklich so. Man kann ja zum Beispiel sagen, Satisfactory ist ja auch Survival, aber nein, ich finde Satisfactory ist zum Beispiel auch ein Fabriksimulationsaufbauspiel. Sagen wir es mal so. Mit Survival technisch hat es da wenig zu tun. Da hast du zwar Gegner, die du da bekämpfen musst, hast du nicht gesehen, aber das ist halt nicht der Hauptfokus, weißt du? So. Also ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall irgendwas erlegen. Guck mal, wo sind wir? Wir sind jetzt hier. Das heißt, ich möchte ungefähr dahin. Da gehen wir jetzt hin. Wir laufen das jetzt hier ein bisschen noch ab. Wie gesagt, wir müssen halt mal ein bisschen die Ohren und die Augen aufhalten. Irgendwo müssen ja die Maultierhirsche hingelaufen sein. Vielleicht sind sie auch wieder zurückgelaufen an uns vorbei, wer weiß. Und wir gucken dann aber noch den einen oder anderen Spot ab. Um vielleicht ein Tier. Also ich möchte halt immer mal die Tiere kontrollieren, weißt du? Vielleicht hat man ja doch mal Glück, dass dann was Großes dabei ist. Wo man dann sagt, okay, da können wir jetzt mal reinhalten. Ja. Ach, das Laufen macht mich hier ein bisschen wuschig, ne? Dieses hin, hoch und runter, johopple, ist ja furchtbar. Alter, Alter. Aber das ist, wenn du halt in der Hocke gehst. Und wir müssen ja in der Hocke gehen. Weil nicht, dass wir hier wieder was verschrecken. Auch blöd. Wir möchten ja schon gerne mal irgendwie ein Tier. Wenn es einfach nur ist, das Tier zu begutachten, weißt du? Das macht ja auch mega Spaß. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Hirschherde hast und guckst dir dann die einzelnen Hirsche an, was da so für Tiere dabei sind, das ist ja auch schon sehr interessant, finde ich jetzt. Also das mag ich, ne? Wenn jetzt da jetzt nichts dabei ist, dann entweder schießt du dann halt was raus, was du eh nicht brauchst. Oder wie auch immer. Aber es ist halt so immer. Oh, geil, neue Herde. Was hast du da drinne? Wie viele Sterne hat er? Ne? Und. Das ist halt das Interessante. Und dann irgendwann findest du dann vielleicht einen großen, wo du sagst, ja, das hat sich so gelohnt. Okay, jetzt darf ich hier nicht abschweifen, sonst habe ich hier wieder so eine Monk-Ecke. Das mag ich überhaupt nicht, ne? Also wenn du hier zum Beispiel die Karten abläufst und wie hier, und hast dann hier so eine kleine Monk-Ecke drinne, kriege ich die Krise, ne? Da muss ich dann nochmal hinlaufen, dass die weg ist. Ehrlich, das ist Wahnsinn. Weil wenn ich die Map aufdecke, dann würde ich sie komplett aufdecken. Ist so, ne? Also da bin ich dann halt echt, was das angeht, ein bisschen pingelig. Aber naja, ja. So, pass auf jetzt. Laufen wir mal. So, und man kann aber auch nichts hören, ne? Dass man jetzt sagt, okay, da vorne ist ein Geräusch, wir müssen uns langsam ranpirschen. Aber ich finde auch gerade hier so in den dichten Wald ist es sehr schwer, was zu jagen, ne?
Weil die Versteckmöglichkeiten sind ja hier halt sehr extrem. Gerade hier sowas hier, ne? Da irgendwie durch irgendwie was zu entdecken, ist sehr, sehr schwer. Meine Güte, läuft man 2, 3 Schritte weiter und dann sieht man schon wieder ein bisschen mehr, aber das ist halt 2, 3 Schritte weiter können schon wieder bedeuten, sie sind erschrocken. Ja, macht schon Spaß. So, wie gesagt, Folgenlänge ist mir egal, ich gucke da auch nicht drauf. Ich gehe heute mein Ziel nach, ich möchte das jetzt hier mit euch ablaufen. Wir laufen da noch runter, die Monk Equipment machen, gucken hier nochmal rum. Wir laufen mal dahin, dass wir das jetzt hier... Und dann würde ich gerne hier oben diesen Punkt noch so einmal weglaufen. Und dann gucken wir mal so ein paar Spots ab, weißt du? Das ist das, was wir heute noch machen. So. Ach so, und was ich noch sagen wollte bei der Umfrage. Ich habe ja nur 5 oder 6 Möglichkeiten, die ich zur Auswahl nehmen kann. Ich hätte da jetzt ja 50 reinschreiben können, weißt du wie? Wenn ihr ein Spiel habt, was ihr vielleicht gerne sehen möchtet von mir, dass wir uns das gemeinsam angucken, gemeinsam da vielleicht auch auf Erkunden gehen oder was weiß ich, und ihr habt da andere Ideen, wie die ich da genannt habe, dann könnt ihr das gerne in die Kommentarfunktion da unten mit reinschreiben. Ihr könnt ja dann zum Beispiel reinschreiben, ja, guck dir doch mal das Spiel XY an. Vielleicht wäre ja das was für dich. Oder guck dir das Spiel AB an. Vielleicht ist ja das was, weißt du? Schreibt das ruhig gern rein. Gerade auch wie sowas hier, ne? Das macht ja übelst Fun. Ich weiß ja, dass es auch mittlerweile viele Jagdspiele gibt, ne? Die besten sind ja mittlerweile Call of the Wild, The Hunter. Und ich finde auch Way of the Hunter. Kann man da auf jeden Fall ruhig mit reinnehmen. Dann gibt es ja noch der Hunter Classic, das ist ja das kostenlose, wo ich auch gerne mal reingucken wollte. Da wurde halt aber auch schon in den Resonationen geschrieben, ja, dass man halt, wenn man das Spiel richtig genießen möchte, dann muss man da schon ein bisschen Geld investieren. Es ist zwar Free-to-Play, aber um alles vollkommen... Und da hieß es, glaube ich, auch für ein Vierteljahr oder so, beträgt das was bei 20 Euro. Also ich sag mal, für 20 Euro 3 Monate, das ist safe. Das geht klar, weißt du? Hätte ich auch Bock drauf. Wobei die Grafik da jetzt nicht so das, ne? Also da sind wir hier von weit entfernt. Von dieser Grafik hier. Definitiv. Ach ja, und was ich noch brauche, ist auf jeden Fall eine neue Grafikkarte. Also die Grafikkarte, die ich drin habe, ja, ich kann diese Spiele alle spielen, ohne Probleme. Aber ich kann sie halt nicht so spielen, wie es vielleicht man möchte, ne? Auf komplett Full Ultra und hast nicht gesehen. Also auf jeden Fall eine neue Grafikkarte bräuchte ich, aber wie gesagt, finanziell ist es momentan nicht machbar. Werden wir sehen, was sich da nächstes Jahr so ergibt noch. Dieses Jahr sieht es halt nicht so aus. So, genau, jetzt laufen wir hier unten noch hin, dass wir diese Monk-Ecken da wegmachen. Ich würde ja jetzt gerne aufstehen und normal laufen, weißt du wie? Das Problem ist jetzt aber, wenn ich das mache, haben wir vielleicht wieder das Pech, dass wir irgendwas verjagen. Das will ich ja nicht. Ich will ja schon irgendwie auch eine Herde entdecken oder eine Tierart sehen, wo wir dann vielleicht mal reingucken können. Wenn es halt wirklich nur mit einem Fernglas ist, um zu gucken, was sich da so bewegt, weißt du? Man hört aber auch nichts. Siehst du? Und das sind hundertprozentig wieder die Maultierhirsche, die eben nah waren und jetzt gerade erschrocken sind, weil wir einfach nicht in diese Richtung da gedacht haben. Schon heftig. Aber ich gucke ja immer stur geradeaus hier. Ist halt blöd. Können auch Wapitis gewesen sein. Gibt es ja auch hier die Herde, ne? Siehst du, das werden wir jetzt nicht erfahren, was das war. Dadurch, dass man halt auch nicht mal sieht, was es ist, ist auch ein bisschen blöd gemacht, dass man halt nur noch sieht, ja, Geräusch, ne, Entfernung so und so viel, und das war's. Ist halt blöd, finde ich auch blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte schon gewusst, was ist denn da jetzt eigentlich weggelaufen, ne? Können wir irgendwas sehen in der Ferne, dass sich irgendwas bewegt? Sieht nicht so aus, ne?
So, wie sieht's denn aus? Ja, genau. Also wenn ich jetzt hier weiter hinlaufe, dann ist die Monk-Ecke weg. Dann machen wir das da oben noch. Könnte das da vielleicht irgendeine Stelle sein? Ist halt auch immer schwierig, ne? Die Stellen sich hier so rauszusuchen aus dem Wald. Ja. Ja, geil. Dieses Ambiente, diese Geräusche hier, wenn du durch den Wald läufst. Das haben sie echt schon gut gemacht, ne? Na, das Geile ist ja, was ich ja auch mitgekriegt habe, ist bei Call of the Wild, der Hunter, dass diese Trophäen und wie sie das mit den Trophäenarten gemacht haben, das finde ich ja auch richtig mega, ne? Und da gibt es ja dann auch diese Great Ones, die halt das Nonplusultra sind, wo jeder halt gerne was sammelt. Ja, ich bin da schon scharf drauf, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, zwei Jagdspiele hier auf dem Kanal... Weiß nicht, ob es mir dann wieder zu viel wird, weißt du wie? Ich meine, bei Way of the Hunter haben wir noch etliches zu tun, keine Frage. Aber... Ist halt, ne? Naja. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Gibt ja auch Kanäle jetzt auf YouTube zum Beispiel. Ich bin ja nicht der Einzige. Das gibt ja auch andere Kanäle, die halt wirklich super actionreiche Folgen reinbringen und das auch richtig gut machen. Und muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch sehr, sehr nice. Ich habe da zum Beispiel einen, da gucke ich sehr, sehr gerne rein. Der macht wirklich sehr viel auch mit Cuts und hast nicht gesehen. Und wirklich nur die interessanten Stellen dann halt auch. Ja, ist super gut. So, jetzt gehen wir da hoch. Und muss man schon sagen, also wie er das so zusammenpackt in eine Folge. Also er nimmt ja auch an mehreren Tagen quasi auf und schneidet daraus eine Folge, sagen wir es mal so. Ja, wenn ich das machen wollen würde, dann würden wir vielleicht im Monat eine Folge haben, wenn überhaupt. es ist wirklich so. Da fehlt mir einfach die Zeit dafür, weil YouTube ist ja nicht mein Job oder so, ne? Es ist einfach nur Spaß an der Sache, sagen wir es mal so. Und von daher, da mache ich mal überhaupt keinen Kopf. Und ich weiß, dass viele von euch da jetzt bei mir sind und sagen, ey, ganz ehrlich, einfach hier so rumlaufen, erkunden und dann vielleicht mit Glück was finden. Das reicht mir, weißt du? Und das ist schon mal echt, echt nice. Das finde ich so toll. Ich kann es halt immer nur wieder sagen, ne? Das ist wirklich so. So, jetzt werde ich auch mal aus der Hocke rausgehen, weil jetzt habe ich keinen Bock mehr. Okay, ich möchte jetzt dahin und dann hier hin. Ja, ob wir das hinkriegen, ich weiß nicht. Ja, zur Not. Also, wie sieht's aus? 33 Minuten, Alter, wird los. Wir laufen ja einfach rum, nur am Rumquasseln. Verscheuchende Tiere. Decken zwar ein bisschen Map auf, viel ist es ja nicht. Wie die Zeit aber auch vergeht, ne? Das ist echt der Hammer, wie die Zeit einfach in so ein Spiel hier vergeht. Weil wirklich an jeder Ecke hältst du an, hältst du inne und gerade wenn du das dann so machst, wie wir es bis eben gemacht haben, die ganze Zeit hier in der Hocke rumzugurken, dann läuft er ja langsam. Ne? Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auf Steuerung drücken und dann läuft er so. Das können wir natürlich auch machen. Ne? So, da ich aber... Also dann sind wir da vorne in 5 Folgen gleich. Ja. Okay, weißt du was?
Wir haben das jetzt hier abgelaufen. Den Zipfel können wir mal später ablaufen. Ich bin jetzt der Meinung, wir wollen Elche. Das heißt, wir gehen zu Ries Hütte. Oh, hier oben habe ich auch noch was, ne? Ja, ich auch noch nichts, alles abgelaufen. Okay, pass auf, wir gehen zu der Hütte. Dann gucke ich mal ungefähr das Trinken bei den Elchen. Dann pennen wir bis zu der Zeit. Ich möchte auf jeden Fall Elche beobachten, ne? Ist klar. So, Tiere, Elch war Stufe 6. Elch trinken ab 9 Uhr. Wer hätte es gedacht? Machen wir auf hier die Hütte. Moin. So, dann pennen wir mal bis zum nächsten Tag. Machen wir mal 8.55 Uhr, sollte reichen. So. Ja, je nachdem. Und jetzt gucken wir einfach mal dahin. 600 Meter, Alter, willst du mich verarschen? So, gleich mal hier den Dings rein, den Jagdinstinkt. Das Schöne ist halt hier, bei diesen Elchspots, dass du von oben quasi runter gucken kannst. Ne, wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne laufen, dann sind wir auf einer erhöhten Stelle und können halt runter gucken. Und haben halt so gesehen das Glück, dass wir die Elche nicht gleich verjagen. Deswegen sind das so meine Lieblings-Elch-Spots, aber Elche schießen ist halt immer so eine Sache. Also ich habe da Männchen dabei, die alle einen Stern haben. Mitunter schieße ich einen raus und auf der anderen Seite lasse ich sie manchmal dann auch ziehen, weil, warum? Irgendwann sind sie ja eh nicht mehr da. So, lass uns mal gucken. Ich meine, so ein 3-Sterne-Elch, das hätte schon was, ne? 3-4-Sterne-Elch, das muss ja nicht mal 5 Sterne sein. Ich meine, 5 Sterne ist irgendwann das Ziel, da wollen wir auch hin. Ja, also den ersten 5 Sterne, den wir finden, den haben wir auf jeden Fall in der Folge drin, ne? Definitiv, das ist klar. Lass uns mal hier gucken. Vielleicht können wir ja hier schon ein paar Elche entdecken. Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir die Tiere sehen können. Das ist halt auch noch so die Sache. Eine Wildente. Jo, wir haben eine Wildente entdeckt. Also nicht entdeckt, gesehen. Angeblich. So, springen mal runter, bricht der Knochen. Oh Mann. So, sehr schön. Ja, komm, jetzt gucken wir mal davor. Das könnte jetzt aber schon gefährlich werden hier, ne? Weil, wenn ich jetzt weiter hier so laufe, dann... So, dann gehen wir mal in die Hocke. Wir wollen sie auch nicht verjagen, ne? Falls da überhaupt was ist. Ist ja noch so die Sache. Ja, toll. Irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass die Tiere nicht mehr so sind, wie sie sein sollen, ne? Ja, habt ihr ja auch schon geschrieben. Mit dem Update momentan ist halt... Ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Tiere halt nicht mehr da sind, wo sie sein sollten. Ja, habt ihr ja auch schon geschrieben. Das ist auch, ich finde das auch. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ich meine, mit dem Halloween-Event, das ist ja immer noch drin. Ich meine, haben sie auch ziemlich spät rausgehauen. Ja, aber ansonsten, ich kann da jetzt auch nicht sehen, dass wir jetzt hier irgendwie ein übelstes Tier mit übelsten roten Augen haben. Oder hast du nicht gesehen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal irgendwie was diesbezüglich in Erfahrung bringen konntet. Also ich habe da überhaupt keinen Plan, ne? Ich sehe absolut nichts. Ja, wo
Wo sind denn die ganzen Tiere hin? So, ein paar Blümchen. Ja, hier Blumen pflücken. Haben wir ja schon gemacht. Wisst ihr, das jetzt zum Beispiel, das war jetzt schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, okay, Leute, ich suche jetzt uns ein Elch und dann hole ich euch dazu. Weißt du wie? Aber das ist ja dann fange ich ja auch an zu cutten und ne? Es ist doch viel, viel geiler, wenn wir dann halt die Folge länger machen und wir gemeinsam was entdecken. Ich meine, versprechen kann ich halt nichts, dass wir was entdecken. Das ist halt, ne? Weil irgendwann müssen wir sie ja beenden. Ist ja klar. Und irgendwie mit den Elchen, also. Sonst war hier unten waren immer Elche gewesen. Wir haben es auch 9.15 Uhr, also. Eigentlich müssten sie hier sein. Eigentlich. Und deswegen schieße ich halt auch so wenig dann drauf, weil ich möchte halt nicht, dass der Jagddruck hier so hoch ist, weißt du? Wie sieht's denn jetzt aus? Wir haben jetzt den hier. So, dann hätten wir den hier. Der wäre da hinten. Der wäre auch da hinten. Aber auch hier hätten wir. Also hier müssten zwei Herden, könnten hier auftauchen. Herden, ja, sind ja meistens zu dritt, zu viert, vielleicht auch zu fünft, je nachdem. Aber ich glaube, mehr sind es nicht, ne? Ich glaube, die größte Elchherde, die ich gesehen habe, waren drei Weibchen und zwei Männchen. Also eigentlich safe, also muss ich ganz ehrlich sagen, safe, wenn ich die Helcherden begucken gehe und gehe hierher, sind safe immer welche hier um die Zeit. Deswegen wundert es mich gerade. Man kann auch keine Geräusche hören, nichts. Ne? Absolut nichts. Das finde ich jetzt ein bisschen traurig. Ja, aber die sind ja noch da gelaufen, wenn dann. Kann das sein, dass sie mit den Update die Zeiten irgendwie verschoben haben? Ich habe keinen Plan, ne? Ich habe echt, ehrlich gesagt, keinen Plan. Das ist hier noch weiter vorne, da sind wir ja dann bald. Ja doch, da könnten noch mal welche kommen. Da hast du zwei Tränkstellen? Wo waren die denn jetzt? Bleib doch mal aktiv, Junge. So, das sind 400 Meter. Weil da vorne sehen wir dann noch was. Wie weit sind wir näher? Ich sag doch, ne? Machen wir länger. Ist ja kein Ding. Sind die jetzt schon länger. Rostschnee ganz. Guck mal an. Alter, hier blitzt es überall auf, ne? Aber das sind halt die Elchtränkstellen. Ist ja selten. Okay, die wäre selten, ist okay. Ich bin gerade echt ein bisschen traurig. Ich könnte es ehrlich sagen, dass man ja nicht mal ein Elch findet. Ey, was los? Na, wo ist denn das? Mal kurz gucken, wir müssen hinter die Brücke gehen. Ah, jetzt natürlich den Weg bis dahin laufen.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen traurig. Oh, vielleicht werden wir ja noch belohnt. Wer weiß, ne? Wer weiß. Nur mal gucken. Vielleicht haben wir ja noch das Glück, dass wir dann... dass wir ja doch noch was Schönes finden. Das wäre natürlich mega. Ja, komm, jetzt gehen wir. Jetzt müssen wir in die Hocke gehen, weil wir sind unter 200 Meter. Eigentlich schon viel zu nah dran, dass wir... aber es ist nichts da. Boah, geil. Dieser Schrei von den Adler, das ist so mega. Ich liebe ja so eine Adler, ne? So Weißkopfseeadler oder sowas, ey, das ist der Hammer. Sehr, sehr schöne Tiere. So. Nichts. Hier ist absolut nichts. Ja, was machst denn du? Du sollst... genau, das wollte ich doch jetzt machen. Ja, echt? Da wäre jetzt da noch. Man kann nichts sehen. Jetzt war ohne Witz, Leute. 9 Uhr, ne? Jetzt sind wir bei 9.35 Uhr. Kann sein, dass sie jetzt auch schon weiterziehen. Da hinten läuft Bär. Da hinten läuft ein Bär. Also ich wiederhole mich. Da hinten läuft ein Bär. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht, wer weiß. Das würde uns das mit dem Elchen dann ein bisschen... aber der ist so weit weg, ne? Wie kriegst du... deswegen meine ich ja, normalerweise im Fernglas müsste ja eigentlich eine Zoom-Funktion haben. Ah, ist wieder ein Weibchen, ne? Ist ausgewachsen. Aber halt nur ein Weibchen. Das ist halt wieder schlecht. Aber keine Elche. Die Elche sind ausgestorben irgendwie. Ne, ehrlich, die Elche sind irgendwie wie ausgestorben. Das ist echt der Hammer. Haben wir das hier schon? Ne, siehst du, Wildente, das ist eh so selten. Siehst du, wieder was entdeckt. Obwohl, wenn du mal guckst, ja, was ich hier alles schon so entdeckt habe, ne? Die ganzen Tiere hier. Aber man findet trotzdem noch die ein oder andere Stelle, die man noch nicht hat. Das ist echt krass. Darf's doch wohl nicht geben. Pfeifenenten? Ja, hier hast du halt die ganzen Enten, ist klar.
Nee, keine Elche, absolut nicht. Ich bin jetzt auch extra mal in aufrechter Position gegangen, um überhaupt zu sehen, ob hier irgendwo was ist. Aber... da ist ja gar nichts. An beiden Tränken von dieser einen Elchherde sind keine Elche. Das ist ja interessant. Das ist sehr interessant, ne? Okay. Okay, ich nehme alles zurück. Aber das ist ein Jungtier. Das ist alleine, so wie es aussieht. Das ist natürlich auch doof. Aber wir haben Elche gesehen. Okay, es gibt noch Elche. Aber von der Zeit her kommen die jetzt erst. Ich gehe mal hier durch. Nee, ist nicht. Aber das wusste ich, dass die Elche von da oben auch hier runterlaufen, ne? Das hatte ich schon im... Guck mal, jetzt ploppen die auf. Erwachsen. Ausgewachsen, ein. Also den könnten wir wegmachen. Den könnten wir wegmachen. Sechs haben wir auf 2. Damit man wenigstens noch was, weißt du? Ausgewachsen. Ja, er ist erwachsen, er ist ausgewachsen. So, das ist der hintere jetzt. Komm, vielleicht haben wir ja Glück, dann holen wir uns den noch. So, wie viele Meter sind das jetzt? Sehen. Was war das jetzt für ein Bug? Neuer Dings haben wir auf jeden Fall freigeschalten. Neuen Vorteil, schneller Abzug. Lass mal kurz gucken. Charakter. Schneller Abzug. Hier 25% schneller anvisieren. Trifft Herz, ein Lungenflügel oder eine Arterie 75 Mal. Wow, krass. Okay, nice. Also irgendwie hat sich das hier auch alles ein bisschen... Naja, haben wir doch wenigstens unseren Elch noch gekriegt. Siehst du, eine Stundenfolge und zum Schluss noch ein Elch. Siehst du, einmal frei. Wie gesagt, der war halt ausgewachsen. Und da wäre nicht mal was passiert. Das heißt, die kann man rausschießen. Um dann in Zukunft dann besser zu kriegen. Weißt du wie? So, natürlich sprinten wir jetzt da hinten, ist ja klar. Ne? Hey, aber eine schöne lange Folge mit weiblich ruhig. Ja, das waren die... Das waren doch eigentlich die... Das ist jetzt komisch gemacht. So, mein Freund, zeig dich mal. Hör auf, dich zu bewegen. Wir haben... Doppellunge getroffen, jawohl. Rechter Lungenflügel, linker Lungenflügel, dadurch, dass wir beide getroffen haben, weil er halt auch gut stand. Hammer, so gesehen, tödlich. So. Das ist, ja, Jagdwertung, 5 Sterne, sehr schön, das kann man gut, das ist gut. 44, ja, das war klar, deswegen haben wir ihn rausgeschossen. Trophäenwertung ist auch klar, dass es nur 1 Stern ist. Hier siehst du nochmal. Minus 37,07 Kilo. Verlust durch Schuss. Das ist auch interessant. Da gebt mir doch mal bitte die Info, ob man das richtig minimieren kann. Also so minimal wie möglich halten kann. Oder ob das jetzt hier schon relativ gut ist. Das weiß ich auch nicht. Ne? Also da seid ihr jetzt mal wieder gefragt, ob man diesen Verlust durch Schuss, ob man das aufs Extreme minimieren kann.
Den stellen wir natürlich nicht aus, den verkaufen wir. Und guck mal, dann gehen wir auf 10.000 Geld wieder zu. Sehr schön. Ja, viel Blut, Luftblasen. War ein sehr guter Schuss. Also beim Schießen merkt ihr ja selber, wenn wir was schießen, dann geht das auch relativ gut momentan, ne? Also da bin ich ja auch sehr, sehr gut geworden, muss ich auch selber mal sagen. Obwohl Eigenlob stinkt immer. Also jetzt nicht riechen oder so, ne? Ja, schön. Okay, sehr nice. Ich muss mal gucken, die Tare, was ich noch aufgenommen kriege. Also ich hätte schon gerne so, dass wir alle zwei Tage eine Folge machen. Aber alle zwei Tage, kann sein, dass alle drei Tage halt kommt, ne? Müssen wir gucken. Je nachdem, wie ich die Zeit finde, wie es vom Dings her ist. Und wie gesagt, ich will ja halt auch nichts reinpressen oder so. So, aber in dem Sinne, wir haben ein bisschen Map aufgedeckt. Wir können noch mal gucken. Wir waren ja hier gewesen, ne, haben hier den Anstand, Hochstand für mich, entdeckt. Dann sind wir hier ein bisschen rumgelaufen, haben wieder neue Tiere, Herden oder allgemein, ne, gefunden. Es gibt ja so viel hier, das ist echt Wahnsinn. Ja, da wird noch einiges auf uns drauf zukommen. Und ja, ich finde es mega. Wo wir auf jeden Fall mal wieder hingucken werden, ist hier oben hin. Ob sich da irgendwann wieder was tut wegen den Jagddruck. Ich bin mal gespannt, wann das Update rauskommt, wo man halt auch den Jagddruck sieht, ne. Das soll ja auch kommen. Das wäre so mega. Ja, und dann sind wir halt hier ein bisschen noch die Elche abgelaufen. Haben halt nur eine Herde gefunden. Bisschen mau, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben noch einen erlegt. Und das finde ich cool. So, dann denkt bitte nochmal an den Daumen. Ja, hilft mir sehr weiter. Beantwortet bitte meine Fragen. Ich finde das wirklich, nicht weil ich Kommentare haben will, sondern wirklich, weil mich das interessiert. Und denkt noch an die Abstimmung, die auf meinem Kanal Community Hub, Community Tab, ne? Klickst auf den Reiter, da siehst du die Abstimmung. Lass da gerne deine Stimme da, würde mich riesig freuen, umso mehr damit dran teilnehmen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von WF die Hunter wieder. Also bis dahin, habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.